In Bremen sind die Verkehrsüberwacher Sandra und Murat vom Ordnungsamt unterwegs. Da die beiden oft zu Gerichtsverfahren geladen werden, möchten sie ihre Nachnamen nicht nennen. Der nächste Fall? Ein Kleintransporter steht auf dem Bürgersteig. Ja, den sprechen wir jetzt mal eben an. Die sind da vorne am Arbeiten, dass der seinen Wagen doch bitte vom Gehweg runter nimmt, weil hier ist genug Platz für sein Fahrzeug, dass er sich hier hinstellt. Guten Morgen, ganz kurz eben. Hallo. Der große. Danke, Mann. Der auch natürlich. Der Wagen. Ob Sie den einmal auf die andere Seite stellen können, weil Sie den kompletten Gehweg zupacken. Ja. Und zwischen dem Opel und dem BMW ist genug Platz, dass der dazwischen Gerne. Dann so lange stehen ja. kann. Ja? Gerne. Super, vielen Dank. Keine Fotoaufnahme? Für bares Geld? Nein. So 500 die Stunde? Wäre schön, ne? Würde ich sogar teilen. Kann ich mal machen. Schönen Tag, tschüss. Ja, genau. Es gibt Leute, die tatsächlich dann schon mal auf die Barrikaden gehen, aber ich sag mal, in meinem persönlichen Fall 80-90% der Leute sehen das ein, sind verständnisvoll und auch viele Anwohner freuen sich, wenn sie uns sehen, damit einfach auch der Parkraum geschaffen wird oder freigehalten wird, auch für die Anwohner dann. Murat hat schon andere Erfahrungen gemacht. Ja, eine persönliche Beleidigung war halt natürlich bei mir das Schlimmste. Und das war dann halt, ich glaube, knapp eine Viertelstunde als Hurensohn bezeichnet. Das war mein schlimmster Moment. In einer Wohnstraße steht der nächste Parksünder. Der Wagen blockiert den engen Gehweg. Das haben auch die Anwohner durch einen Aufkleber am Spiegel deutlich gemacht. Ja, das waren wahrscheinlich die Anwohner hier. Also bei dem Toyota, den wir verwarnt haben, war halt so, dass die Anwohner schon vor uns dort waren und haben einmal die Scheibenwischer hochgeklappt aus Protest und haben nochmal einen Sticker dran gebracht, dass die halt nicht auf den Gehwegen parken sollen. Der hat jetzt hier die Telefonnummer hinterlegt mit der Notiz, falls im Weg, dann anrufen und hier ist die Mindestbreite nicht mehr gegeben, wenn hier ein Auto, Fahrzeug parkt. Und 3 Meter muss das sein. Ja, also wenn die Feuerwehr dann nicht durchkommen kann, weil es brennt, ist es natürlich lebensgefährlich. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Rettungswege frei sind. Ordnungsamt, Verkehrsüberwachung, moin moin. Ich stehe hier vor dem Toyota. Würden Sie denn zu Ihrem Fahrzeug kommen? Bis gleich, danke. Hallo. Hallo. Haben wir gerade miteinander telefoniert? Wie bitte? Haben wir gerade miteinander telefoniert? Ja. Ja? Was ist das hier? Wir haben Ihnen sehr viel Aufmerksamkeit gegeben. Oh. Sie parken an einer engen Stelle hier. Oh, ja. Wenn Sie das hier selber sehen, 3 Meter ja. Mindestbreite. Ja. Die Restbreite, die da sein muss, ist in dem Fall nicht gegeben. Ja, ich wage mir aber immer nicht darauf zu gehen, weil das so eng für die Mitwohner ist. Aufgesetztes Parken ist ja auch nicht erlaubt. Ja, eben. Genau. Das sieht ja toll aus hier. Und was heißt das dann? Das weiß ich nicht, das haben wahrscheinlich Anwohner gemacht. Eine Verwarnung gibt es trotzdem, weil wir sie erreicht haben. Auf Wiedersehen. Da hatte ich das Gefühl, dass sie unansichtig war. Sie hat jetzt nicht verstanden, warum, wieso, weshalb. Und, aber gut, sie hat die Verwarnung bekommen und hoffentlich lernt sie daraus. Die Besitzerin des Toyota muss 15 Euro für die Verwarnung zahlen. Es ist Nachmittag und die Sonne brennt. Bei diesen Temperaturen dürfen Sandra und Murat im Hemd auf die Suche nach Falschparkern gehen. Bei dem Wetter vor allem ist es dann natürlich angenehmer, wenn wir ein bisschen luftiger angezogen sind. Wichtig ist, dass unser Emblem drauf ist am Arm. Mehr als 1000 Knöllchen verteilen Sandra und Murat zusammen mit ihren Kollegen. Die nächste Station? Ein Taxistand. Der ist ein gern genutzter Kurzparkstandort. Moin moin, hallo. Sie dürfen hier nicht stehen bleiben. Es ist ein Taxistand. Bitte? Egal, gibt mir 15 Euro. Wo sollen wir uns hinstellen? Hier im Parkstandbereich. Ja, gut. Oder den Seitenstand. Da müssen Sie schon was anderes suchen. Das ist ein Taxistand. Ja, es ist mir egal, gibt mir 15 Euro. Es geht nicht nur rein um die 15 Euro, sondern... Was wollen denn verboten? Ich will das nicht. Sie werden nicht gezeigt.
Das Ding ist, wir müssen dann auch abschleppen. Nee, müssen wir nicht. Ich bin noch nie abgeschleppt worden hier. Dann wird das heute das erste Mal sein. Okay. Dann wird das heute das erste Mal sein. Was sind denn Sie so zu mir? Ich bin auch nicht ganz. Ja, dann suchen Sie uns einen Parkplatz hier, ich und nicht immer bloß Ihr Geld kassieren. Es geht nicht darum, ich habe Sie mündlich darauf hingewiesen. Ja, dann würden Sie nicht immer nur Geld kassieren. Wenn es um Geld kassieren würde, dann würde. Sagen Sie den Parkplatz hier. Sie haben die Möglichkeit wegzufahren. Fahren Sie jetzt weg? Ja. Ja, also. Sie lassen mir keine andere Wahl. Ich muss Sie dann aufschreiben. Ja, schreiben Sie mich auf. Der Fahrer des Cabrios ist uneinsichtig. Die Verkehrsüberwacher dokumentieren den Fall. Doch außer einer Verwarnung von 15 Euro haben sie nichts in der Hand. Abschleppen können wir ihn auch nicht, weil hier ist Ladeverkehr frei quasi. Also er gibt ihm jetzt die Zeit. Aber er ist ja total uneinsichtig, ist ja auch gleich drauf losgegangen. Ist natürlich schön, dass er seinen Hund dann gleich dabei hat und rausholt. Jetzt wartet er wahrscheinlich, bis wir weg sind. Ich habe keine Ahnung. Murat und Sandra wissen, dass es am sichersten ist, sich ruhig zu verhalten, damit die Situation nicht eskaliert. Danke. Mal, Post kommt nach Hause, ja? Jawohl. Schönen Tag noch. Also der Fall vom Taxistand ist leider nicht so schön gewesen. Ist Gott sei Dank auch kein Alltag. In dem Fall habe ich extra abgewartet. Ich hatte eigentlich die größte Gefahr in dem Hund gesehen. Leider Gottes war das nicht so. Und habe mich dafür halt entschieden, dass ich zuerst noch abwarte. Und habe meiner Meinung nach im richtigen Ton auch mit ihm gesprochen. Aber er war von vornherein uneinsichtig und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich wäre wahrscheinlich beim Hund besser angekommen. Eine nicht ganz alltägliche Situation für die Verkehrsüberwacher aus Bremen. Doch morgen kontrollieren sie wieder und finden neue Parksünder.